ARD Hörspieltage. Meine Lieblingsschallplatte war eine Märchenschallplatte mit den Märchen der Brüder Grimm. Und bis heute höre ich die Stimme des Erzählers von Ali Baba und die 40 Räuber. Das war so geheimnisvoll und so betörend, wie er diese Geschichte vorgelesen hat, dass ich sie nie vergessen habe. Ich habe sie bis heute im Ohr. Wann und wo höre ich Hörspiele am liebsten? Am liebsten im Bett, träumend, ganz Ohr, wenn ich komplett vergesse, wo ich eigentlich bin und mir die Bettdecke auch über den Kopf ziehen kann. Bis heute wirklich gerne unter der Bettdecke höre ich Hörspiele und träume.